Okay, es geht weiter. Nachdem wir hier N besiegt haben im letzten Part, geht's nun weiter. Wir sind jetzt wieder in Avencia, seht ihr? Drahtlosfunktion des Cheaters vorgegeben. Nur meinetwegen. Ist ja egal, wir finden es eh nicht. So, es ist immer noch Winter. Und wir sind wieder zu Hause. Yay! Okay, gehen wir mal nach raus. Hey. Willkommen daheim, Kevin. Offenbar hast du viele aufregende Dinge da draußen erlebt. Lügst du mich auch nicht an? Gleich zwei legendären Pokémon zu begegnen? Das ist wirklich unglaublich. Mit wem habe ich das Vergnügen, wenn ich fragen darf? Genau, wer bist du? Bist einfach so im Haus. Stalkerin. Da habe ich doch glatt vergessen, meine Verkleidung abzunehmen. Wie unhöflich. So, dann möchte ich mich doch erst einmal vorstellen. Ich bin Mitglied der internationalen Polizei, deren Aufgabe ist es, die Welt zu beschützen. Mein Name ist Verzeihung, aber das ist streng geheim. Ich werde dir stattdessen meinen Decknamen verraten. Lautet Lebel. Ich bin allem unter diesem Namen bekannt. Ich scheute den weiten Weg hierher. Nicht einen Moment, als ich erfuhr, dass in der einen Region eine Gruppe namens Team Plasma im Untergrund Ränke schmiedet. Aber dank der Arenaleiter und deine Anstrengungen ist das Schloss von Team Plasma zerstört und seine Mitglieder in alle Winde zerstreut worden. Vielleicht. Ach, was sage ich? Zu allem Übel verstecken sich einige Mitglieder, die man die sieben Weisen nennt, weiterhin in der Einerregion. An diesem Punkt kommst du ins Spiel. Ich habe eine große Bitte an dich. Da du ein herausragender Trainer bist, ich möchte, dass du erneut die Orte der Einerregion aufsuchst und für mich die sieben Weisen ausfindig machst. Auch Champ Laura hat dich mir für diese Aufgabe empfohlen. Wirst du mir helfen? Habe ich eine andere Wahl? Ja. Oh, vielen Dank. Du zählst so viel wie eine ganze Armee von Verbündeten. Nimm dieses Zeichen meiner Dankbarkeit. Eine super Angel. Na toll. Das ist doch eine super Angel, oder? Ja, es ist eine super Angel. Es ging doch um die sieben Weisen von die Passen, oder irre ich mich da? Wie soll denn eine super Angel bei der Suche nach ihnen behilflich sein? Eine ausgezeichnete Frage. Ich hätte auch nichts anderes von der Mutter von Kevin erwartet. Nun, ich werde sie sofort beantworten. Sie hat absolut nichts mit mit unserer Aufgabe zu tun. Aha. Also, nun erkläre ich dir, wie du. Nein, 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 das wissen wir, das wissen wir. Falls du es nicht wirst, schaut mein Gelb-Let's Play an. So. Ich lasse mir doch nicht stundenlang dasselbe erklären. Och nee, ihr zwei, was wollt ihr denn? Sag mal, Kevin, ist der Vortrag von Lebel schon vorbei? Entschuldigt bitte, ihr zwei. Ich hatte mich an sowas zu den Erinnerungen von Orion City aufgemacht. Doch in der Zwischenzeit war alles bereits vorbei. Ich habe mich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Finstrio hat meine Unachtsamkeit geschickt genutzt, um Jesus die Flucht zu ermöglichen. Hä? Jesus? Finstrio? Wovon sprichst du überhaupt? Über den Vorfall im Schloss werde ich dir später ausführlich berichten. Viel wichtiger ist jedoch, was ihr nun unternehmen möchtet. Also, ich werde mir der Schwarzen Stadt einen Besuch abstatten. Ach so, hinter Route 16 also, an die Rayono City anschließt. Verstehe, in der Gegend kann man sicher noch viele unbekannte Pokémon treffen. Yo, hier ist wieder der Hippie am Start. Hier ist der Hippie. Na, wie kommt ihr kommt ja wie gerufen, ey. Gut, dass ihr alle beisammen seid. Yo, okay, mal schauen. Neulich habe ich von einem Bekannten Daten des nationalen Pokédex erhalten. Wo wir gerade dabei sind, kann ich gleich euren Pokédex zum nationalen Pokédex aufrüsten oder erweitern. Das wird eure Ak was? Das wird euren Aktionsradius ganz schön vergrößern, stimmt's? So werdet ihr automatisch mehr Pokémon begegnen. Gebt mir kurz mal euren Pokédex. Für dich, Bell. Und für dich, Sharon. Und dich wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Der Pokédex wurde vom nationalen Pokédex erweitert.
Somit könnt ihr nun nach Lust und Laune vom Pokédex zum nationalen Pokédex wechseln. Diesen zu vervollständigen ist gewiss kein Kinderspiel. Aber ihr seid ganz locker und ich freue euch darauf und freut euch drauf. Ja. Mache ich übrigens auf meiner Weißen versuche ich alle Pokémon zu fangen. Kann ich ja mal ein Special machen oder so. Ja. Und weg ist der Hippie. Yo, der Hippie ist weg. Klasse, ein nationaler Pokédex. Es gibt ja immer noch so viele Pokémon, die mir völlig unbekannt sind. Huch, ich muss dem Pokédex ja auch Mama und Papa zeigen. Also dann jetzt, wenn man sieht sich. Ja, tschüss. Bell, wie sie leibt und lebt, da ändert auch das Reisen nicht viel. Ich werde nochmal zur Route 1 zurückkehren und von dort die eine Region erkunden. Ich werde dort bestimmt viele neue Entdeckungen machen, die mich auf die Fährte der sieben Weißen bringen. Also dann, alles Gute, Kevin, wenn wir uns wiedersehen, lassen wir unsere Pokémon gegeneinander antreten. Seufz. Okay. Nie mehr wieder die Stalker bis wir nochmal gegen sie kämpfen. Okay, was haben wir denn? Wir haben immer noch unser Reshiram da. Und wir haben kein Pokémon, das fliegen kann. Na toll. Das heißt, wir müssen jetzt durch die Route 1 nach Garvina. Ich glaube, das mache ich offscreen. Dann sehen wir uns in Garvina wieder. Bis gleich. Und hier sind wir in Garvina. Betreten wir das Pokémon Center und holen unser Flug-Pokémon ab. Dafür müssen wir aber ein Pokémon aus unserem Team ablegen, was ich sehr ungern mache. Was? Herzlichen Glückwunsch! Du hast zum ersten Mal das Spiel durchgespielt und erhältst dafür weitere Hintergrundbilder. Na toll, danke, aber werden wir eh nicht verwenden. Also gut, hier kann man die Bilder ändern, hier Motiv und da Hintergründe. Ändern wir es mal zu... Nein, machen wir es mal so, sonstige. Und weiß. Kariert, Metall, Pokésender. Finde ich sehr gut eigentlich, diese Hintergründe, die habe ich immer bei meiner Feuerrot verwendet. Also ich gehe mal alle Hintergründe durch, damit wir sie uns anschauen können. Hier Geröll, Vulkan, Schnee, Höhle. Kann man auch nach Typen anpassen, je nach Hintergrund. Dann nennt man zum Beispiel eine Pokédex-Seite zum Beispiel Pflanzenbox oder so. Da kommen die ganzen Pflanzen-Pokémon rein. Und ja, oder eine Feuerbox, da kommen die ganzen Feuer-Pokémon rein. Hey, das Team Plasma sieht aber cool aus. Ich glaube, das lasse ich mal Chance verfahren. Okay, wir müssen ein Pokémon mitnehmen. Wo ist denn unser taubes Nüsschen? Ja, hier ist unser Duodino. Ah ja, hier ist das taubes Nüsschen. Okay, welches Pokémon legen wir denn ab? Reshiram auf jeden Fall. Und Duodino möchte ich mitnehmen. Welches Pokémon lassen wir dafür da? Ein Pokémon, das sich leicht trainieren lässt. Ich lasse mal... ich lasse mal Karadonis da. Okay, dann fliegen wir jetzt danach. Wie heißt die Stadt? Raiono City. Nein, Karte nicht. Wobei, ich kann die Karte mal schnell durchgehen. Aber da muss ich, wieder das Ding machen, Ja, da muss ich wieder umstellen, die Kamera. Ach, was soll's, mach ich das schnell. Also gut, dann öffnet die Karte und, ja, sehen wir uns gleich wieder, bis gleich. Okay, ich habe jetzt die Karte aufgeschlagen. Also, wie ihr wahrscheinlich wisst, sind wir jetzt hier in Garvina. Und, nur zum Vergleich, die Pokéliga ist hier. Also gut, unser Leise ging folgendes. Wir sind nach Aventia gegangen, dann über Route 1 nach Garvina, über Route 2 nach Orion City, dann sind wir an die Traumbranche vorbeigegangen, sind hier über Route 3 der Grundwassersenke vorbei nach Septerna City, dann sind wir durch den ewigen Wald gegangen, um Team Plasma den Dracoschädel abzulinken, und dann sind wir wieder zurück nach Septerna City gegangen. Nach Septerna City, genau. Dann über die epische Himmelspfeilbrücke nach Stratos City. Da wo wir Arti herausgefeuert haben zum Arena-Laserkampf, dann nach Route 4, sind am alten Palast vorbei, am Wüstenresort haben wir uns noch unter die Lupe genommen, nach Raiono City. Dort haben wir dann geschaut, was auf Route 16 ist, nämlich wenig. Am Hain Täuschung sind wir vorbeigegangen, da habe ich übrigens jetzt herausgefunden, dass man dort Zoroark fangen kann durch ein Event. So, und dann ging es hier nach Route 5, zur Marias Zugbrücke nach Maria City. Dort sind wir dann im Tiefkühlcontainer reingegangen und haben nach dem Plasma gesucht.
Nachdem sind wir nach Route 6 gegangen, an der Panero-Höhle vorbei, über die Elektrolyt-Höhle nach Panero City und dann sind wir nach Panero City nach. Na, zur Route 7, am Turm des Himmels vorbei, zum. Zum Wendelberg, am Wendelberg vorbei nach Nevaeh City, die Stadt mit dem Eis-Pokémon. Dann sind wir die Drachenstiege hochgegangen, hat N seinen Zekrom gefangen. Und sind über Route 8 nach zum Moor von Maivano reingegangen, über die Zylinderbrücke nach Route 9, über Twindrag City, auch wieder an der Höhle der Schulung vorbei, die wir jetzt übrigens betreten können. So, und dann haben wir uns den letzten Orden geholt und sind dann über Route 10, über die Siegestraße zur Pokémon-Liga gegangen, haben N herausgefordert, ihn besiegt und jetzt sind wir schließlich wieder hier und über Route 1 wieder nach Garvina gelatscht. Ja, und was ich jetzt machen möchte, jetzt möchte ich nach Rayono City und jetzt möchten, jetzt gehen wir mal nach rechts und zwar wieder über Route 16 am der Wunderbrücke werden wir jetzt betreten, die ist sehr episch. Zu Route 15 und am Portal Labor, da mache ich auch ein Webcam Special quasi in diesem Video noch und zur schwarzen Stadt werden wir auch noch antreten. Ob ich da ein Special mache, kann ich noch nicht sagen. Ich glaube mal, im nächsten Part werden wir das machen. Okay, nachdem wir uns die schwarze Stadt und die Lupe genommen haben, machen wir es mal andersrum. Ich werde meine Pokémon auf Level 70 trainieren. Offscreen natürlich. Da werde ich 3 Tage lang brauchen dafür. Also 3 Tage lang kein Schwarz-LP. Und, dann werden wir uns Folgendes unter die Lupe nehmen, nämlich Route 11. Über die Dorfbrücke, sehr geil gemacht. Über Route 12 nach Cicera. Dann schauen wir uns die Giesengrotte an, werden ein legendäres Pokémon hier fangen. Und Route 13 nach Ondula. Dort kommt eine sehr starke Trainerin vor, die wir bekämpfen werden. So viel will gesagt sein. Und wir nehmen uns die Bucht von Ondula unter die Lupe. Und dann später noch die Riesengrotte, die Höhle der Schulung. Und dann fordern wir schließlich die Top 4 nochmal erneut raus in der Pokémon-Liga. Denn die Pokémon von ihnen sind jetzt stärker geworden. Und wir sind ja noch schließlich noch nicht Champion. Wir haben ja nur N besiegt, aber der war ja nicht der Champion. Deshalb sind wir ja nicht Champion. So viel wie gesagt sein. So, dann verschiebe ich mal wieder die Kamera. Okay, fliegen wir nach Rayono City, wie unser Plan jetzt auch lautet. Okay, ich muss noch die Position von Taubes Nüsschen verändern, weil die das Taubes Nüsschen ist immer noch an der ersten Position. Das mag ich eigentlich nicht. Ich tue Alduin an erste Position. Hat Alduin den EP-Teiler? Nein, hat nur einen Drachenzahn. Gut, dann geben wir ihm mal das Glücksei. Glücksei, Glücksei, Glücksei. Chi, wo ist die Chi-Ei? Kriegt wahrscheinlich ein anderes Pokémon, ne? So, welches Pokémon habe ich das Glücksei gegeben? Adventi habe ich das Glücksei gegeben. Na gut, hat ja auch Level 59. Item geben. Glücksei, Glücksei, Glücksei. Na, wo ist das jetzt? Glücksei. Ganz oben nehme ich an, ne? Das R ist immer ganz oben. Hier, Glücksei. Okay. Dann gehen wir jetzt auf Route, keine Ahnung. Route 17 war es, glaube ich, aber natürlich mit dem Fahrrad, wir kennen ja die Stelle schon. Und zack. Route 18. Ein massiver Auflauf von Pokémon hat sich gebildet. Ja, da tauchen immer so neue Pokémon auf, also so alte Pokémon. Neue sind sie ja nicht. Also so Pokémon, die wir noch nicht begegnet sind. So, in diese Richtung Wunderbrücke. Eine Brücke voller Wunder. So, jetzt können wir hier rein. Hippie aber zuvor am Fahrrad absteigen, weil die Stelle waren wir ja noch nicht. Ich bin ich und du bist du. Das mag eine Bewissenweisheit sein. Aber manchmal eine Binsenweisheit. Aber manchmal muss es eben ausgesprochen werden. Unnötig! Egal. Oh, Glaskopf.
Der Wahnsinn! Ich kann mein Glück kaum fassen. Der Getränkeautomat hat mir gerade eine Flasche mehr ausgespuckt. Cool, ich will auch. Mal gucken. Limonade. Aha, okay, wir haben nur eine Limonade. Keine zwei, der hat also wirklich Glück. Ist da was im Mülleimer? Nein. Okay, die Einnahme sind echt sauber. Warum ich hier drin einen Schirm aufgespannt habe? Na, weil mich die Sonne blendet. Ja, toll. Okay, Wunderbrücke. Ah, ich finde die Brücken von einer so gut gemacht. Gemacht. Da fange ich gleich zum Flähen an. So. Psst, Kleiner. Nur für dich habe ich hier dieses fantastische Sonderangebot. Das Geheim-Pokémon-Kamador für läppische 500 Poké-Dollar. Na, ist das kein Angebot? Komm, schlag ein. Du hast 6 Pokémon dabei und leider kein Platz mehr für das Carpador. Ja, den Typen kennen wir aus der Game-Edition, der wollte uns einen Carpador andrehen. Das schwächste Pokémon ever. Oh mein Gott! Du schon wieder! Jesus ist fort! Er verschwand an einen unbekannten Ort, nachdem wir ihn aus dem Schloss gerettet haben. Seit Jesus unser Leben gerettet hat, haben wir ihm ewige Treue geschworen. Auch jetzt befolgen wir strikt seine Befehle, indem wir ihn nicht suchen. Jesus hat mir aufgetragen, dir das hier zu überreichen. Eine Bombe. Ein Adamantorb. Hiermit übergebe ich dir das hier. Das Weißorb. Und das hier ebenfalls. Das Platiniumorb. Ja, was diese Items bringen, die sollte man am besten den legendären Pokémon aus der 4. Generation geben. Ja. Das sind Beweggründe von Jesus. Was die Beweggründe von Jesus anbelangt, so ist es müßig zu erörtern, woher diese Orbs stammen, warum sie ausgerechnet dir überreicht werden sollten und welchem Zweck das alles dient. Vielleicht um dich zu prüfen, vielleicht um dich zu manipulieren. Wir als Finstrio waren immer und werden immer die treuesten Untergebenen von Jesus sein. Sicher ist auch, dass seine glorreichen Pläne nicht aufzuhalten sind. Da wir uns nicht wiedersehen werden. Leb wohl. Ja, tschüss, Leute. Dam, da, dam, die Wunderbrücke. Es ist ein Wunder, dass die Wunderbrücke steht. Boah, die ist aber lang. Ach, diese wunderschöne Aussicht. Ja, schon, führt aber eine riesige Klippe. Okay, genug. Wunderbrücke angeschaut. Hier ist eine alte Dame. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr mich diese Wunderbrücke begeistert. Ha, ich baue doch gerade mal ein Päuschen. Und hier ist ein Professor. Ich prüfe, was diese Leute immer so am Getränkeautomaten kaufen. Das ist meine Bestimmung. Freak, naja nicht. Hey du, möchtest du mal einen Dreierkampf ausprobieren? Gerne! Den haben wir ja noch so selten gehabt in diesem Let's Play. Hier, ein Dreierkampf. Jetzt nicht wundern, ihre Pokémon sind overleveled. Es ist normal, dass sie Level 65 haben, ne? Ja, deswegen sage ich ja, ich möchte meine Pokémon deswegen auf Level 70 trainieren. Und wenn es mich umbringt, und das in 3 Tagen, ich glaube kaum, dass ich sowas schaffe, aber mal schauen. Ist ja mal eine Herausforderung für mich. So, Streifi benutzt Stromstoß auf Marmolida. Und Taubes Nüsschen wird ausgewechselt. Und Saiyajin. Okay. Ja, es leckt jetzt ein bisschen, weil hier 6 Pokémon-Sprites drin sind in diesem Kampf. Die sich bewegen, um es nicht zu vergessen, ne? Alle Pokémon-Sprites bewegen sich hier. Hätte man in der Game-Edition so gedacht, dass es noch sowas geben wird, hätte man den ausgelacht, der sowas behauptet hätte. Und Zielschuss! Oh Gott, Marmolida setzt die Pumpe ein auf meinen Wasser-Pokémon, dankeschön! Nicht sehr effektiv, aber egal. Ai, nam, nam, nam.
Oi. Was Synchro-Lärm? Die Attacke kenne ich nicht. Was kann die Attacke? Egal. Und hier Streifi, Angriff mit Donnerblitz auf Marmolida. Und Fokusstoß auf Klick-Klack. Rechte Hand. Und du bist da tot, Marmolida. Hat bestimmt 300 KP oder mehr. Oder 400, mal schauen, keine Ahnung. Okay, sogar Taubesnüsschen, oh mein Gott. Nein, Taubesnüsschen sollte die KP nicht kriegen. Ruckzuck hilft es, interessiert mich nicht. Oh Gott. Ja komm, Silberblick, ist ja egal. Es gibt wahrscheinlich eine Entwicklung oder so. Ja, es entwickelt sich bestimmt jetzt. Windschnitt. Okay, was vergessen wir da? Windstoß. Ist ja egal. Wir haben eben ein gutes VM-Slave-Pokémon. Level 16. Level 17. Das reicht aber langsam mit den Level-Ups. Da könnte man meinen, ich cheate hier. So ein Experience-Cheat, das die Erfahrungspunkte multipliziert. So, ja, Megalon ist down. Es gibt so eine Stadt in Fallout 3, die heißt Megalon. Ne, die heißt Megatron. Ach, schon wieder ein Level up. Gott verdammt, so Heule. Oh Junge, Junge, jetzt haben wir. Das ist immer positiv, jetzt haben wir einen Navitaub. Jetzt reicht's aber. Schnauze, ich will dich nicht trainieren, taubes Nüsschen. Vorladung und Saiyajin Fokusstoß. Aber erstmal eine Nitro-Ladung, ja. Weil Zebritz ist ja das schnellste von unserem Pokémon, das gerade auf dem Feld ist. Und ich muss euch etwas sagen. Und zwar kann Alduin eine Attacke, die ich sehr mag. Und die ich in der Game-Edition geliebt habe. Und zwar ist es die Attacke. Ja, jetzt aber. Und zwar ist es die Attacke. Boris! Lärm, die daneben geht. Nein! Oh Gott. Okay, und schon wieder habe ich gefällt. ich könnte Surfer machen, das würde aber meine eigenen Pokémon treffen. Siedle Wasser auf, klick dir klack. So, das wird ihn ownen, glaube ich mal. Na, doch nicht, aber nur ganz knapp hat es überlebt. Also wir tun sie voll humiliieren irgendwie. Sie verliert mit 60er Pokémon gegen unsere 50er. Das ist doch humiliating, oder? Was meint ihr? Ja, ein paar Erfahrungspunkte. Warum kriegt Taubes Nüsschen 3000? Ich habe Taubes Nüsschen in der Kitale nicht gegeben. Ey, das ist Glück, ey. Scanner. Boah. Nee, Scanner ist kacke. Nein und ja. So. Und jetzt entwickelt sich unser Navitaub. Unser taubes Nüsschen. Nee, du entwickelst dich nicht. So. Okay. Jetzt hat taubes Nüsschen tatsächlich so viele Erfahrungspunkte bekommen. Das muss ich ändern. So. Ich muss kurz schauen, ob Alduin auch den LP-Teiler trägt. Ja, weil Taubes Nüsschen hat sehr viele Erfahrungspunkte bekommen. Hat mich sehr gewundert. Ich möchte mir auf Route 13 ein Pokémon ansuchen, dass man neuer Partner wird. Na dann viel Glück dabei. Und wo sind wir hier jetzt? Route 15. In diese Richtung, Wunderbrücke. Eine Brücke voller Wunder. Nun gut, dann geht's jetzt weiter. Meine Pokémon sind die Nummer 1 weltweit. Gleich wirst du Zeuge davon. Ein Pokéfan, Kilian. Ein Schlupup. Das ist ein Pokémon aus der dritten Generation. Kennen wir aus meinem Saphir-LP. Knirscher. Und jetzt wehrt die Attacke ab, na toll.
Jetzt aber Knirscher. Alter, das gibt's doch nicht. Zweimal daneben, das kann nicht sein. Du müsst mich verarschen, Alduin. Komm schon, jetzt er. Also geht doch, hat ja nur 2000 Jahre gedauert. Matschbombe. Alter. Alter. Das ist echt Gift für meinen Alduin. So, tschüss. Scheiß Schluckbock. Ich mag das Pokémon nicht. Und unser Alduin ist geschwächt. Driftlon. Okay, da wechsle ich zu Adventil. Lass mal Geist-Pokémon gegen Geist-Pokémon antreten. Ein Pokémon aus der 4. Generation. Ja, was soll ich dazu sagen? Ein Pokémon aus der 4. Generation ist vom Typ Geist Flug. Und es ist schneller als unser Pokémon. Und dann Level 62, unglaublich. Hätte schon längst ein Drift-Zepeli sein können, aber egal. Wer sich nicht entwickelt, ist selber schuld. Nur Idioten entwickeln seine ihre Pokémon nicht. Ich vor 5 Minuten hab mein Ding nicht entwickelt. Streifen. So, das nächste ist Wablu. Ein Pokémon aus der 3. Generation kennen wir aus meinem Saphir-LP, bla bla bla, Donnerblitz oder Stromstoß, das habe ich nicht vertippt, aber egal. Und Wablu ist Geschichte. Seemobs kennen wir auch aus dem Saphir-LP, 3. Generation. Findet man in der Küstenhöhle. Donnerblitz. Ja, da kommen Erinnerungen hoch, lauter Pokémon, die wir schon kennen, so richtig gut kennen. Dein Pokémon-Team ist ja echt süß, aber meinst du schlicht, keine Ahnung, so schnell kann ich nicht lesen, weil die Schrift zu schnell vorbeigezogen war. Was ist in diesem Wohnwagen? Aber zuerst das Schild lesen. Route 15, hätte ich nicht gedacht. In diese Richtung, ja, das haben wir schon gelesen, tut mir leid. So, Wohnwagenkontrolle. Was verstecken Sie in Ihrem Wohnwagen? Sag mal, hast du ja schon ein Ditto eingefangen? Ja? Willst du mein Ditto vielleicht gegen meinen Rotom tauschen? Damit würdest du mir eine riesige Freude machen. Danke, leider kein Ditto, tut mir leid, aber dieses Angebot solltet ihr unbedingt annehmen, weil Rotom ist legendär. Die tauscht durch ein legendäres Pokémon. Unglaublich, aber wahr. Okay, wo geht's denn hier lang? Jetzt haben wir hier zwei Methoden. Ich gehe mal nach unten. Und Knogger. Ein Pokémon aus der 1. Generation. Kennen wir aus meinem Geld-LP. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen zu viel Werbung. Knirscher. Und ich habe vergessen, dass unser Alduin vergiftet ist. Na gut, Hutschlag, aber Alduin stirbt trotzdem. Tschüss, Alduin. Die kann man aber gut trainieren, weil die Pokémon sind ja echt vom hohen Level besser als in der Siegestraße. Ich glaube, ich werde hier vielleicht auch ein bisschen trainieren, wenn ich sie dann offscreen trainiere. Top-Beleber auf Alduine. Denn Alduin soll ja ein bisschen KP farmen oder was weiß ich. Alduin braucht am meisten KP, weil es ein Drachen-Pokémon ist und Drachen-Pokémon brauchen bekanntlich viele Erfahrungspunkte. Ich habe sogar eins auf Level 100 bei meiner weißen Edition. Das hat eine Gesamt-KP von 1.250.000. Das ist schon sehr viel. Und warum bin ich da jetzt runtergejumpt? Habe ich etwas getrunken? Nein, habe ich nicht, aber ich bin halt blöd. Deswegen bin ich da runtergejumpt. Oh, Pokémon! Meine Pokémon! Seht ihr den anderen Trainer schon? Verstehe ich nicht. Soll das ein Reim sein oder was? Wenn ja, dann ist er schlecht. Altaria. Hey, Alter! Nerv mich nicht mit deinem Altaria. Na gut, zwei Drachen-Pokémon stehen sich gegenüber. Wie ist es schneller? Scheiße. Ich wollte die selber Attacke einsetzen. Okay. Ein Top-Genesung verschwendet. Ich sollte weniger auf Risiko spielen, Streifi.
Okay, Donnerblitz. Donnerblitz mache ich irgendwie mehr Stromstoß. K.A. warum? Weil ich Donnerblitz schon länger kenne. Ach komm, komm, das gibt's doch nicht. Altaria, nerv mich doch nicht. Hey, reimt sich sogar. Nee, ist ein Doppelreim. Mit den zwei gleichen Wörtern. Egal, so sei er denn. Ich versuch's mal zu verbrennen, Siedewasser. Alter! Ja, Alter, passt jetzt, Alter, Ria. Dieses Altar, Ria, kriegt man ja gar nicht klein. Ich dachte, man muss sich wieder heilen. Doppelleber auf Alduine. Und jetzt kommt ein Angriff. Survive. Scheiße. Ich sollte nicht mit gegen 60er Pokémon antreten. Jetzt wird mir langsam bewusst, was ich da mache. Ich sollte sehr bequem Toxin beibringen. Tigerstoß. Gehörig weiter dein Angriffs- bzw. Initiativswert, das ist mir völlig vain. Gigastoß. Boah, ich bin enttäuscht von dir. Du Schlampe. Tschö. Lockwinge. Ich hoffe jetzt mal auf eine Volltrefferquote. Jetzt reicht aber langsam mit Drachenpuls. Zack, zack, zack. Wir brauchen Eisattacken. Jetzt wird mir bewusst, dass wir Eisattacken brauchen. naja. Ja. Dieses Altar hat bereits drei Pokémon für uns gekillt. I can't believe it. Und warum setzt sich Aventi nicht früher ein? Ein Spukball hätte schon längst ihn killen können. Ich habe nicht nachgedacht. Also langsam. Vier Pokémon! Ich versuch's mal hochzukippen. Das wird ihn nicht ohne. Nicht immer annähernd. Ah, wie lustig, wie lustig. Oh, Junge, Junge. Ich glaube, den Kampf werden wir abkacken. Ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt wieder zu beleben, da gehe ich lieber drauf. So. Dankeschön. Scheiß Trainerin. Und jetzt wird uns bewusst, dass wir total overleveled sind, underleveled. Und wir verloren haben. Zum ersten Mal in diesem Let's Play, glaube ich. Ja, ja, komm, Fresse. Dum, dum, dum. Dein Pokémon-Team wurde geheilt. Bla bla bla. Bla bla bla. Nein! Schlampe! Fotze! Schlampe! Fotze! Kennys Mutter! Und jetzt sind wir wieder hier! Was haben wir jetzt in den letzten 20 Minuten gemacht? Gefällt, mehr nicht. Okay, ich lasse Navitaub da. Chuck Norris, komm her. Jetzt bin ich wütend. Sehr wütend. Verlieren wir einfach gegen so eine schlampiges Altaria. Wenn ich schon dran denke, werde ich wütend. Aber egal. Rose. Okay. Weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach rechts, ab in, ab durchs Tor und nach rechts und nach rechts. Oh mein Gott.
Und der Protagonist geht über die Route 16 auf dem Weg zur Wunderbrücke. Wer hätte es gedacht? Und jetzt betritt er die Wunderbrücke. Ein unglaubliches Spektakel ist hier in der schwarzen Edition zu sehen. Oh mein Gott, der Protagonist hat die Wunderbrücke betreten. Und jetzt überquert es er mit einer nicht so epischen Musik. Mit einer ruhigen Musik, würde ich auch eher sagen, aber egal. So, und jetzt dauert es ein kleines bisschen, weil die Brücke so ewig lang ist. Weil sie angeblich so episch sein soll, obwohl sie auch nicht so episch ist wie die anderen Brücken. Und er hat die Brücke verlassen und nähert sich nun auf den Weg, wo er das letzte Mal gegen diese Ass-Trainerin verloren hat. Die mit ihrem Scheiß-Altar! Ibitak, ein Pokémon aus der ersten Generation. Vom Typ Flug und Normal. Und ich greife jetzt einmal an mit Body Slam. Boah, Schnabel, wir müssen echt trainieren. Ich glaube, ich hätte schon vor dem Part meine Pokémon auf 55 mindestens trainieren sollen. Alter Ibitak. Body Slam! Ach komm, tschüss, das tue ich mir jetzt nicht an. Alter! Lässt es mich nicht fliehen, ich glaub's gar nicht. Ich bin ein Drache. Du solltest Angst vor mir haben. Hast du Angst vor mir? Nein! Was nein? Hier, bitteschön, Body Slam. Hast du jetzt Angst vor mir? Ja! Oh, 2000 Erfahrungspunkte. Haut echt rein. Okay. Body Slam. But. Mit Body Slam. Nutzen wir dir auch die Gelegenheit, um ein bisschen trainieren, weil fliegen lässt es uns bestimmt nicht. Ich glaube, ich sollte mal einen Rauchball einsetzen. Ja, wir haben ja einen Rauchball. Ich glaube, den setze ich mal in Position des. Wäre, glaube ich, besser als diese scheiß Ruhe-Attacke. Gott. Ruhe-Ort, ich hasse dich, du scheiß Attacke. Ruheort, du regst mich auf. So auf, scheiß Ibitak. Und es kann Gewissheit, ist mir egal. Body Slam und es ist down. Oh, hat ja nur 2 Jahre gedauert, aber wir haben ja Zeit. So. Dieser Part ist jetzt 2 Jahre alt. Oder 2 Jahre lang. Oh, Pokémon, mein Pokémon. Seht ihr den anderen Trainer schon? Ja, komm. Zeig mir deinen scheiß Altaria, du. Du Lesbe, du. So, gegen Chuck Norris hast du jetzt keine Chance. Das kann wahrscheinlich eine Drachenattacke, aber ist mir völlig egal. Drachenstoß, ich gehe jetzt mit volle. Kann er auf sie los. Okay. Ich bin jetzt auf 170. Ab 180 raste ich aus, ne? Nur so zum Vergleich. Gegenschlag. Nie sehr effektiv ist. Das ist doch scheiße, dass die Pokémon hier jetzt so overlevelt sind. So, Gigastoß. Alter, selbst Gigastoß zieht nur so ein Mini-Dings da ab. Jetzt reicht's mir, jetzt setze ich mein ganzes Arsenal gegen dieses Scheiße da ein. Adventi. Spukball. So. Ja komm, dein Drachenpuls. Das nervt mich einfach jetzt nur. Bam! Alter! Wehe, du setzt einen Beleber ein oder eine Top-Genesung. Und was ist ich für eine Scheiße da? Jep! So, hier, bitteschön!
2012 lässt grüßen. Boah, jede Menge Erfahrungspunkte. Rexy Blizzard, ein Pokémon aus der 4. Generation. Ist vom Typ Eis, Pflanze. Können wir mit einer Feuerattacke killen. Wenn ich diese Hagelsturm wäre, deswegen muss ich jetzt heilen. Weil der Hagelsturm würde ihn ownen und dann würde Adventi keine EP mehr kriegen. Ja, Kevin hat vorausgedacht, so. Und Holzhammer. Holzhammer ist eine starke Pflanzenattacke, allerdings fügt sie dem Anwender sehr viel Schaden zu. Bam! Und Funkenflug. Und Kill. Da bin ich mir sicher. Ja, vierfache Stärke, tschüss. Und Level 54 für Adventi. Ein starker Trainer mit starken Pokémon, der Philippen schon mal. Ja, komm, das soll jetzt das Ganze wieder gut machen, oder was? Komm. Komm, geh weg, lass mich in Ruhe. Alter, selbst diese einzelne Trainerin hat uns schon so fertig gemacht, also. Dieser Part wird ja Stunden, nee, wenn nicht sogar Jahre lang dauern. Und selbst gegen die wilden Pokémon kommen wir nicht an. Na gut, aber Streifi kommt schon gegen dieses Ibitak an. Donnerblitz. Und Level 52 für Streifi. Ah, gut, es ist nichts aufgetaucht. Sehr schön. Wo geht's hier lang? Okay, kommen wir hier. Nein, hier geht's nicht weiter. Portelabor. Was dort transferiert wird. Ich habe schon Transvestit gelesen. Komm und finde es aus, ja. Get it. Oh, hallo, wie geht's? Du bist bestimmt ein junger Forscher auf Studienreise, habe ich recht? Ach was, bist du nicht? Aber wieso bist du dann hier? Ach, ein Pokémon-Trainer bist du und du bist hier auf der Durchreise? Oh, das ist etwa dein Trainerpass. Da brat doch einen Storch, du hast tatsächlich alle Orden. Spitzenklasse, warte mal, vielleicht kannst du ja... Dr. Park! Schnell, komm mit! So, da wären wir. Doktor, haben Sie eine Minute? Na klar, haben Sie die. Dieses Kind hier ist ein junger Trainer und hat alle Pokémon, alle Orden bei sich. Jemand von diesem Kaliber könnte sicher unsere Kiste hier in Schwung bringen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Diese Erfindung ist einfach großartig. Sie ist meine Baby. An sie lasse ich nur professionelle drei. Weiter Second. Was höre ich? Ich da. Dieser Trainer hat alle Orden. Fantastic. Fantastisch. Yeah. Was für eine wunderbare Tag. Great. Ich meine natürlich großartig. May I introduce myself? Gestatten. My name is Dr. Avenue Park. Und du, wie heißt du? Kevin. Listen up, Kevin. Hör mir gut zu. Hast du Lust, teilzunehmen an einem großen Experiment, die History schreiben wird? Wir arbeiten hier an einem Apparat, die sich die Porkeporter nennt. Mit ihr ist es möglich, zu evozieren. Partikel, die sind geladen mit Energie. Schafft man nun eine zirkular gespolte Situation mit Konnektivität zwischen zwei Nintendo DS-Systemen, bla bla bla. Bis man die Moleküle über die richtige Frequenz, bla bla bla. Dann müssen nur noch die Alpha-Strahlen mit die Pokémon pleonastizieren. Ein Ergebnis, die ist einfach fantastisch. Um es kurz zu machen. Der Poképorter ermöglicht es,
Pokémon aus einer anderen Region hierher zu bringen. Es ist allerdings nicht erlaubt, den Pokémon Items mitzugeben. Um einen sicheren Transport zu gewährleisten, dürfen die Pokémon absolut nichts bei sich haben. Und da kommst du in die Spiel. Hey, eine Trainer so fantastisch wie du will McDoc bestimmt unterstützen bei einem wahrlich epokale Experiment. Um die Poképorter einzusetzen, you will need 2 Nintendo DS. Du brauchst also noch eine Nintendo DS. Ist das okay für dich? Nein. Komm wieder, wenn du ein doch mal nachvertrocken möchtest. Der redet irgendwie wie Ranjit aus. Was guckst du? So, warum ich hier bin? Ganz einfach, ich möchte die Pokémon alle in die Box legen, damit sie alle wieder geheilt werden. So, ich glaube, ja, Selvie Queen haben wir zwar nicht eingesetzt, aber was soll's. So, jetzt gehen wir mal alle Pokémon durch. Dann sind sie auch wieder schön auf volle KP geheilt. Und wir müssen nicht wieder ins Pokémon Center und diese Schlampe da ansprechen, die uns ständig von ihrer Lebensgeschichte erzählt. Hey, willkommen im Pokémon Center. Oh, komm. So, nehmen wir sie einfach mal wieder mit. Und gehen weiter nach unten und machen die Route fertig. Ich möchte die Route noch im Nebenpart fertig machen. Auch wenn es eine Route ist mit sehr vielen Trainern, aber ist mir egal. Serpento Aquante Motranage. Ho Avanversano in Lungo e in Largo. Mi viene Tanga Voglia. Tanta. Tanta, Tanga. Voglia di una Lotta. Was? Was ist das für eine Sprache? Italienisch, Spanisch? Ich habe keine Ahnung. Hippoterus. Ein Boden- und Licht-Pokémon aus der 4. Generation. Und es hat die Fähigkeit Sandsturm. Genauso wie Despotar. Despotar hat auch die Fähigkeit Sandsturm. Laubklinge. Bam, bam, bam. Was? Ich dachte schon, es wird ein One-Hitten. Sogar mit Sicherheit habe ich das gedacht. Und was sehe ich? Nicht einmal annähernd. Oh mein Gott. Laubklinge. Scheiß überlevelte Pokémon. Ja, Baby. So, hier. Laubklinge. Das wird ein jetzt aber One-Hitten. One-Hitten, nie im Leben, ey. Ich meine Hitten. Wie komme ich auf One-Hitten? Ganz einfach, weil ich One-Hitten so oft verwende, das Wort. So, was kommt jetzt? Ja, Sandsturm, aber Skorgler, oh nein. Boden, Wasser. Bodenflug. Warum ich Wasser gesagt habe, ganz einfach. Sandsturm kann man mit Wasserattacken das gegnerische Pokémon fertig machen. So. Surfer. Ein Pokémon aus der 2. Generation. Entwickelt sich zu Skorgro. Ein Pokémon aus der 4. Generation. Und der wird 42 für Saiyajin. Okay. Ein Onix. Kennen wir. Ein Pokémon aus der 1. Müsste jeder kennen eigentlich, ne? Bitteschön. Onix. Surfer! Und Kill! Vierfache Stärke! Wenn du gegen meine Baller. Okay, ich habe jetzt kein Wort verstanden, was dieser Wanderer gesagt hat. Und was ist das? Ein Ohr doch! Level 49 kriegen wir schöne Erfahrungspunkte. Voraussetzlich, wir schaffen es, ihn zu killen, ne? Aber es müsste kein Problem sein, weil Ordoch ist nicht besonders stark. Ordoch hat nur viele KP, aber es ändert nichts an der Lage, dass es nicht angreifen kann mit starken Attacken wie Bodycheck. Okay, was ist das? Sinelbeere. Komm schon, ich lass mich nicht von einem Ordoch besiegen. Oh doch! Boah, das wäre jetzt eine Blamage gewesen.
die in ganz YouTube verbreiten würde. So ganz groß, Titelseite. Das Bär hat gegen ein Ohrloch verloren oder so. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich jetzt langsam anfange, Scheiße zu reden. Weil ich ja schon länger jetzt aufnehme. Was hast du, Trainer? Hast du dich auf deiner Reise verirrt? Oder befindet sich gar dein Leben an einer Sackgasse? Dann kämpfe. Im Kampf liegt die Wahrheit. Was ist, wenn ich nicht kämpfen will, wenn ich einfach nur vorbei will? Ranger Mick Nogga. Komm, geh zurück in den Pokémon-Turm, Knogger. So, hier, jetzt ein Heal, bitteschön. Nein, nicht das. Ja, doch, eigentlich schon. Hypertrand auf Selby Queen. So, jetzt hast du wieder volle KP. Risikotack! Was? Risiko-Tackle fügt ihm doch auch Schaden zu, oder ist es eine Fähigkeit, dass es verhindert, dass es Schaden gibt? Egal. Ich wundere mich jetzt um gar nichts mehr. Wenn wir unter Level sind, habe ich ja gar nichts zu sagen. Ja, komm, Risiko-Tackle. Level Queen überlebt die Attacke und ja, Laubklinge. One, ey. Warum sage ich dauernd One-Hitten? Ich meine, hittet ihn jetzt. Okay. Kokowai. Adventi. Kokowai ist wieder ein Pokémon aus der ersten Generation. Ist die Entwicklung von Owai. Funkenflug. Ja, es wird nicht One-Hitten, glaube ich. Ja, dachte ich mir. Psychoshock. Eine Attacke, die physischen Schaden zufügt und die eine Psycho-Attacke ist. So, Wurfenflug und Kokowai ist down. Okay, dein Kampfstil spricht Bände. Du bist ohne Zweifel ein Satz, den ich nicht lesen kann, weil es so schnell war. Du bist ein starker Trainer. Hier, die ist für dich. Citrobeere. Okay, was ist hier? Hier kommen wir nicht hin, da ist ein Felsen, den wir verschieben müssen. Machen wir das mal. So, immer her mit den Items. Wir wollen das Spiel hundertprozentig durchspielen. So, hier ist es ein bisschen tricky, aber ist ganz leicht eigentlich. Wenn man weiß, wie es geht. Beim ersten Mal habe ich da ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie das geht. Und zwar muss man das jetzt so machen. So, und dann so. Und der Fels ist drin. Und der Fels ist im Loch. Ein Upgrade. Damit können wir Porygon zu Porygon 2 entwickeln. Und hier ist noch ein Fels. Ja, ist es richtig so? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube schon, ne? Ja, ist schon richtig. Und was kommt für ein Pokémon? Da stelle ich wieder einen Ibitak. Knogger! Nee, komm, ich will jetzt nicht kämpfen. Tut mir leid, Knogger, lass mich bitte fliehen, dankeschön. Sehr freundlich von dir, Knogger. Und du willst jetzt bitte nicht kämpfen, ich will erst diesen Felsen... Oh, das war knapp. Nein, das war knapp, ich wollte jetzt diesen Felsen hier verschieben. Was ist hier oben? Hier tauchen stärkere Pokémon auf, das könnte unser Todesstoß sein, aber egal. Giftschock haben wir gefunden, TM9. Oh nein! Ein Kugmada und ein Knogger. Level 60 und 57. Hätte nicht gedacht, dass man hier Kugmadas fangen kann. Lass mich fliehen, Leute. Bitte, 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 lass mich fliehen. Dankeschön. So, jetzt noch diese Trainerin hier. Das ist die letzte hier auf dieser Route. Hallöchen! Gleich geht's los. Also vergiss nicht, deine Schultern müssen ganz locker sein. Nur wer entspannt ist, kann seine ganze Kraft ausschöpfen. Die hat drei Pokémon, oh Gott. Naja, zum Glück ein unterentwickeltes Mediti, Level 64 aus der dritten Generation.
Was fand ich denn jetzt? Locklinge. Ja, unser ist schneller, weil unser ist entwickelt ist. Ja, zieht auch sehr viel ab. Und er hat nur seine zufälligen Werte stark, und zwar ist es jetzt sein Verteidigungswert. Locklinge! Okay, Meiti hat ins Gras gebissen. Und Level 53 für Sebi Queen. Capoeira, ein Pokémon aus der zweiten Generation, ist die Entwicklung von Rabautz. Und, ist nicht zu unterschätzen, da lasse ich Chuck Norris dran. Gegenschlag. Seins ist wahrscheinlich schneller. Na toll. Ich dachte, jetzt greift er uns mit einer Turmkick-Attacke an oder so. Und reduziert die KP auf Chuck Norris auf 1. Und dann kommt Gegenschlag. Aber nein, er schützt sich nur. Gegenschlag. Na komm, greif mit Chuck Norris an. Ach, du kannst auch Gegenschlag. Achso, das ist unser. Oh Gott. Okay, was hältst du dann ein für eine Attacke? Nahkampf! Gut, danke, dass du die KP so reduzierst, so freundlich, du senkst sogar deinen Verteidigungswert. Und jetzt ist unser Gegenschlag stärker. Na toll, ja, das war's für Karadonis. Die Karadonis. War nett mit dir. Nehmen wir jetzt Streifi, weil Streifi ist schnell und ja, Capoeira hat ja auch nicht gerade viele KP noch übrig. Stampfer! Bam! Okay! Was hast du jetzt noch? Medital ist die Entwicklung von Mediti. Ist schon Typ Kampf und Psycho. Was setzt mal ein? Kampf, Psycho, da werden glaube ich Dinge attacken, und nicht attacken. Ne, Geistattacken, sehr effektiv, glaube ich einmal. Aber ich glaube eher, dass sie von dem Kampftyp negiert werden. Aber ich probiere es ja mal. Probieren kann nicht schaden. Jetzt hoffe ich nur, dass mein Aventi schneller ist. Ja gut, er setzt nur Agro-Pressur ein, das ist nicht so besonders schlimm. Und erhöht wieder seinen Verteidigungswert. Ja, ist sehr effektiv, ne? Ja. Und tschüss. Und der Level 55 für Adventi. Sehr schön. Damit haben wir schon langsam gute Pokémon. Du bist ein echtes Naturtalent. Ich weiß. Ja, ich weiß. Okay. Wo gehen wir jetzt lang? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hier entlang? Mal schauen. Oh, verdammt. Ein Pokémon grad an. Egal. Ein Kangama. Ein Pokémon aus der ersten Generation. Hallöchen. Komm, lass mich fliehen. Ich bin ein friedlicher Trainer. Ich will keinen Stress. Dankeschön. So, und jetzt gehen wir mal in die schwarze Stadt. Okay, andere Stimme. Okay. Boah, endlich. Menschen, die davon träumen, in der Großstadt zu leben, entschließen sich nicht selten dazu, in die schwarze Stadt zu ziehen. Okay, 5. April 2012. Die Stadt verändert sich zusammen mit den Menschen, die in ihr wohnen. Da merkt man erst einmal, dass sich solch ein riesiger Moloch kaum von einem echten Lebewesen unterscheidet. Ich glaube, da mache ich sogar ein Special. Ich weiß gar nicht. Soll ich ein Special machen? Also gut, wir sind jetzt in der schwarzen Stadt. Diese Stadt gibt es nur in der schwarzen Edition. In der weißen gibt es dafür den weißen Wald. Den es hier in der schwarzen nicht gibt. Und ja, ihr seht, was für eine tolle Stadt das ist. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Die Stadt ist zwar noch leer, aber wenn man über die Kontaktebene in die Welt eines anderen Spielers hineingeht, kann man ein paar NPCs mitnehmen, die dann die Stadt vergrößern. Und dann kann man auch gegen viele Trainer antreten und auch sehr gut trainieren. Das ist der Sinn der schwarzen Stadt. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon-Center. Wir haben eine...
Ich bin so blöd, ich habe nur deine Pokémon, mehr kann ich nicht. Ich stehe hier schon den ganzen Tag herum. Schon seit dem Tag, an dem ich die Macher von Pokémon hier hingesetzt haben, um mir den Befehl gegeben haben, ich soll die Pokémon des Trainers halten. Hier gibt es viele Menschen. Was? Hier gibt es viele Menschen, die aus dem Weißen Wald kommen. Wenn du in den Weißen Wald gehen und sie vielleicht einladen würdest, zögern sie vielleicht dauerhaft zu uns in die... Zögern sie vielleicht dauerhaft zu uns in die Schwarze Stadt. Na gut. Gibt es hier irgendwelche Items oder so? Okay, ich will hier eine Stadterkundung machen, auch wenn es Stadterkundung ein bisschen ironisch gemeint ist, aber ich mach's einfach mal. Und auch hier in diesem Part. Großbrief, bla 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 bla, Brief. Gibt's auch einen Schwanzbrief oder sowas? Oder keine Ahnung. So, okay. Schwarze Stadt, schwarz im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, dann schauen wir uns mal die Stadt an. Ja. Diese schwarze Stadt besteht aus sagen und lobenden 5, 6 Häusern, was eine unglaubliche Vielfalt an Häusern ist, die auch alle unterschiedlich aussehen. Okay, Stadterkundung beendet. Im nächsten Part sind unsere Pokémon auf Level. Moment, ich mache da noch eine Trainerin und dann können wir von mir aus den Part beenden, aber eine Trainerin möchte ich noch besiegen, denn dann ist der Ort frei, wo ich trainiere am meisten, also wo ich immer am meisten trainiere. Du sehnst dich nach dem Großstadtleben und willst immer am Puls der Zeit sein? Dann nichts mehr ab in die schwarze Stadt, das ist genau das Richtige für dich. So, was bist du für einer? Mit den Leuten in dieser Stadt ist nicht zu spaßen. Pass lieber auf, die braucht man bloß anzusprechen und schon wird man zu einem Kampf herausgefordert. Danke für die Warnung. Aber hier sind gar keine. Fail. So, und hier, das ist die Route, an der ich immer trainiere. Aber die Trennung müssen wir ausschalten, weil sonst spreche ich sie beim Training vielleicht versehentlich an und dann mache ich es offscreen oder so. Und das möchte ich ja nicht. Weißt du denn, warum Trainer und Pokémon zusammengehören? Ja, damit ich nicht, damit sie solche Truppen wie dich schlagen können. Oh Gott, jetzt werde ich hier vulgär in diesem Part. Ich werde vulgär. Okay, Schnurgarest, ein Pokémon. Was? Schnurgas? Ja gut, dieses Pokémon kenne ich nicht so besonders, ist ein Pokémon aus der 4. Generation. Ich kenne ja Pokémon aus der 4. Generation nicht so besonders gut, weil ich Platin und so nicht so intensiv gezockt habe. Also Soul Silver und so habe ich sehr viel gezockt. Also Soul Silver, alles Gold, da habe ich wirklich am meisten gezockt. Also man kann sagen, wenn ich in der 4. zocke, dann meistens die Remakes aus der silbernen und goldenen Edition. Oh Gott. Er erhöht seinen Angriffswert und seine Genauigkeit. Und unser Cyberkling ist verwirrt. Was? Welches Level hat sein? 68. Jetzt sehe ich es erst. Oh Gott. Komm, jetzt musst du dich aber anstrengen hier. Cyberkling, nein! Verlierst gegen ein 68er Pokémon. Schäm dich. Sogar ich hätte es mit dem Level 1 Pokémon geschafft. Nein, natürlich nicht. Aber Chuck Norris schafft sowas. Und zwar mit einer Nahkampfattacke. Ach, Angeber. Jetzt komm, jetzt triff dieses Schnurgast und beende das Ganze. Schnurgast, ja. Dankeschön. Jetzt wird ihn killen, weil der Angriffswert ist ja von uns erhöht worden. Plus der, plus sehr effektiv, bla bla bla, kill. Und Level 54 für Chuck Norris. Siano, oh nein, sehr starkes Pokémon. Sehr viel Spezialangriff hat es. Dieses Pokémon ist die Entwicklung aus Evoli, ist ein Pokémon aus der 2. Generation. Und zwar entwickelt sich Evoli, wenn man Evoli am Tag eine hohe Zuneigung gibt. Nipsiana. Ist auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Muss ich sagen. Oh ja, sieht ganz gut aus eigentlich vom Sprite her. Der ist sehr stark und so, ja. Und gibt viele Erfahrungspunkte. What the fuck? Lapras. Ein Pokémon aus der 1. Generation.
kriegt man, wenn man den, wenn man so einen Wissenschaftler im Rocket in the Field Score anspricht, dann kriegt man einen Lapras geschenkt. Und zwar greife ich das jetzt mit Stromstoß an. Ist vom Typ her Wasser, Eis. Könnte man mit Kampfattacken besiegen, mit Elektroattacken, mit Pflanzenattacken und ja, ich glaube, das war's. Ja, wenn wir schon bei Kampf sind, ich glaube, da lasse ich Chuck Norris wieder ran. So, killen wir das einfach mal, tun wir einfach das Eis mal zerbrechen. Na, Kampf. Bitte, bitte, bumm. Und Lapras ist down. So. Den Schmerz einer Niederlage müssen sich drei Pokémon teilen. Okay, die hätten wir. Und zwar werde ich hier hier trainieren meine Pokémon auf Level 70. Aber jetzt mache ich offscreen. Jetzt mache ich noch ein Special über den Poképorter. Oder wie der auch heißt. Und zwar werde ich da meine zwei EDS verwenden und es mit meiner Webcam filmen. Ich habe das schon vorproduziert, also ja, ich gebe zu, es ist nicht das Beste, es sieht irgendwie aus wie ein schlechtes Tutorial, aber bitte nicht das übel nehmen, falls das schlecht ist, ne? Also nicht haten und so, ne? Weil sowas machen nur 13-jährige Kleinkinder, die nicht meinen, in YouTube, wäre eine Hater-Plattform oder so. Okay, dann schaut es euch mal an, falls ihr nicht wisst, wie der Poképorter geht. Ihr müsst es ja nicht anschauen, wenn ihr nicht wollt. Also, ja, ich sag einfach mal, es ist schlecht gemacht, aber es ist informativ, okay? Gut, dann sehen wir uns im Special wieder, das ich vorproduziert habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! Hallöchen Leute, jetzt seht ihr meinen normalen DS mit dem Spiel Schwarze Edition eingelegt. Und zwar zeige ich euch jetzt, wie der Poképorter geht. Und zwar müsst ihr zuerst den ansprechen. Sehe ich gerade jetzt nichts. Moment, ich muss mal kurz schauen. Ich kann das gar nicht vorlesen, weil ich das schlecht sehe gerade. Also ich stehe jetzt gerade mit meinem Mikrofon so vorne dran vor dem DS und schaue gerade rein gerade. Genauso wie ihr jetzt. Okay, jetzt wird erstmal gespeichert. Und jetzt geht's an den Computer. In Ordnung, let's go. Gut, und wenn sowas kommt, dann müsst ihr ein anderes DS-System, also einen anderen DS. Hier ist zum Beispiel DSi angezeigt gerade. Und nebenan habe ich bei mir auch ein DSi. Ich verschiebe mal kurz die Webcam, Moment. Und zwar ist jetzt der DSi von mir. Und da müsst ihr hier draufklicken. Moment. Ähnelt jetzt wahrscheinlich einem schlechten Tutorial. Ich klicke jetzt mal darauf. Jetzt verbindet er mit dem anderen DS. Und da ist es. Pokémon Schwarze Edition. Poképorter. Verdammt. Jetzt sieht man es wahrscheinlich schlecht, oder? Keine Ahnung. So, dann geht man auf Ja. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber ihr seid ja warten gewohnt aus Minecraft oder anderen Let's Playern. Bestimmt. Download folgt. Okay. Jetzt würde ich den mal hier anheften. So, es ist verbunden mit der schwarzen Edition. Und zwar kann man jetzt da Pokémon von Soul Silver rübertauschen. Also von Pokémon Diamant, Health Gold, was gibt's noch? Pearl und Platin kann man jetzt Pokémon rübertauschen auf die schwarze und weiße Edition auf diese Art. Und ja, bei mir ist es zum Beispiel Soul Silver. Jetzt sieht man hier, Mathe, ich muss mal kurz wieder nach oben. Also hier sieht man jetzt die Boxen. Ach verdammt, das sieht man so schlecht. Moment, ich lasse mir jetzt mal was einfallen, damit ihr es seht. Bis gleich. So, Moment. Ah. Das wird das schlechteste Video ever. Wisst ihr was? Machen wir es mal so. Ich halte es einfach. Gott verdammt.
Ich wette, es kommen gleich die Hater und sagen, hey, scheiß Video! Alter, wackelt ja nur mit seiner Kamera rum. Also gut, auf jeden Fall. Ach, verdammt. Setze jetzt die Boxen, die ist jetzt auf der Soul Silver. Und zwar sind, kann man hier Pokémon auswählen. Ich wähle jetzt mal eine beliebige Anzahl. Eins. Ja, es müssen immer 6 sein. Die grau markierten gehen leider nicht, weil die eine VM haben und Pokémon mit VM können nicht drüber gesendet werden. So, ich nehme jetzt mal eine beliebige Anzahl. Noch die 2 Nidorans. Dann ja. Dann ja, jetzt gehen 2 Items, so. Jetzt muss ich wieder verschieben, und zwar auf die Schnelle, weil jetzt kommt irgend so ein Spielchen. Und jetzt müssen wir versuchen, diese Pokémon, die hier sind, einzufangen mit dieser Armbrust hier, die seht ihr glaube ich nicht. Na, jetzt aber kommt schon. Ich fange euch. Ich fange sie mir alle. Gut, das erste hätten wir, das ist ein Potrot. Und? Ach, verdammt. Also geht doch. So, jetzt sind es noch 4. Hui! Haha, ich bin der Profi unter den Pokémon-Fängern. Und? Ach, verdammt! Die verstecken sich hinter den Büschen. Da liegt was im Busch. Ah, da ist ein Nidoran männlich. Na komm schon, ich fange dich. Also. Da ist das Potrot, komm her. Nein, warte, das ist ein Sneebel. So. Nein! Bleib doch stehen, ich will dich doch nur fangen! Ich hab dich schon mal gefangen, ich schaff das nochmal! Ja, jetzt kommen solche Dinger, damit können wir die Pokémon einstiefeln lassen. Und dadurch leichter fangen! Und das hätten wir. Rekord! So, und es ist hier nochmal eine Bestätigung, die seht ihr glaube ich nicht. Ich gehe mal auf Ja. Jetzt kann es ein kleines bisschen dauern. Dum 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 dum. Na, ja, hörst du die Musik glaube ich nicht, ne? Moment, ich gehe mal kurz nach. Mit meinem Mikrofon. Okay. Möchtest du die Pokémon erneut noch nicht erneut einsetzen? Okay, jetzt gehen wir wieder zur Schwarzen rüber. Einfach großartig. Punkt, Punkt, Punkt. Great. Reality, was? Really great, also. Ja, ja, das ist so ein englischer Akzent, ne? Englisch-deutscher Akzent. So, jetzt gehen wir mal in die Box. Und jetzt. Na, Pokémon bewegen. Jetzt sind die. Na, das sind meine normalen Pokémon. Ich glaube, die sind bei Box 2. Oder? Nee. Jetzt sind sie hier drüber. Hier. Plaudergei, Sneebel, Potrot, Pummeluff und Nidoran weiblich. Und hier noch unser Nidoran männlich. Das ist weiblich, hier männlich, ja. Gut, und so funktioniert der Pokeporter und dann sage ich bis zum nächsten Part.